Sieht die Straße aus hier durch den Grand Canyon und man kann an allen Viewpoints halten. Da sind große Parkplätze, teilweise mit Toiletten, Abfalleimern. Also das ist schon sehr komfortabel. Nach dem Grand Canyon mal ein abgelegener Campingplatz, frei im Wald stehend. Wir sind ganz allein. Kleiner Ausflug nach Sedona, kleine Stadt, die an einem Fluss liegt, inmitten von Bergen. Sehr schön hier. Viel Shopping hier, ein Shop nach dem anderen. Die gehen jetzt baden. Jetzt gehen wir rein bis zur Brust.
Besuch eines Antiquitätenstores. Der Willow Lake. Baden leider verboten, weil es so matschig ist und was weiß ich. Theodore Roosevelt Lake in Arizona. $8 die Nacht. Es gibt nur eine Pittoilette oder zwei, aber man kann direkt am Süßwassersee stehen, der ungefähr 28 Grad warm ist. Draußen hat es 38 bis 40 Grad tagsüber. Topstone, the old town. We'll be right back.
Wyatt Earp, Old Tombstone. Letzter Stopp, bevor wir wieder nach Mexiko gehen, 30 Minuten vor der Grenze, sind wir hier im Ort Y an einem Campspot. Wir haben einen wunderschönen Sonnenuntergang. Das war der letzte Teil unserer USA-Reise. Nach 6 Wochen sind wir wieder nach Mexiko zurückgegangen. Es war einfach sehr teuer in den USA und es wurde immer heißer. Wir haben wundervolle Menschen kennengelernt. Und wenn ich mir jetzt im Nachhinein auch die Bilder so anschaue, es war ein Traum, diese Länder zu bereisen. Danke fürs Schauen. Bleibt dran, die nächsten Videos folgen.